So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Okay. Da rüber. Abgesprungen. Verdammt, das tut weh. Sie erinnern sich also nicht, wann das passiert ist? Ich habe es euch doch schon gesagt. Ich habe den Überblick verloren. Ich sitze hier bestimmt schon mehrere Stunden. Mehrere Stunden und es ist kein Untoter vorbeigekommen, der sie gefressen hat? Naja. Ob ich das so glauben kann, eine andere Frage. Dein Kumpel hat dich gerade getroffen. So. Manchmal wache ich in der Nacht auf und vergesse, dass der Niedergang überhaupt stattgefunden hat. Das ist so ziemlich die einzige Zeit, in der ich lachen kann. Aber dann sehe ich diese verdammten... Da drüben ist der... Meine Gäste. Hätte ich ja gar nicht hier hoch muss. Verdammte Axt. Nein, nicht runter, nicht runter. Oh. So. Ich liebe den Geruch von geräuchertem Fleisch am Morgen. Mist. Hm? Bin ich hier richtig? Nee, wir sind komplett in die falsche Richtung gelaufen jetzt. Das ist also der Pilger? Sieht gar nicht nach einem Sünder aus. Ach, wir müssen alle sündigen. Ja, manchmal sieht man das gar nicht richtig. Dieses Eingerahmte dann. Ich habe meine Kids seit Monaten nicht gesehen, wie sie dieser alberne Fassade des Stadtfeld. Dass denen das nicht ausmacht, dass da irgendeine Leiche da liegt, Aiden, dass die mal weg sind. Ja, ich bin seit einer Weile hier. Du weißt schon, dass da gerade deine Freunde gefressen werden. Ich sag ja nur, ne? Manchmal, wenn ich zu lange draußen bleibe, habe ich das Gefühl, dass überhaupt niemand mehr in der Stadt ist. Ja, danach nur rum steht und guckt. Ja, oh, schon okay, ja. War ja nur unsere Kameraden oder so, ne? So, als wäre es Zauberei. Ich frage mich, was zur Hölle im Zentralring vor sich geht, wenn die BKs den Zugang eingeschränkt haben. Manche behaupten,
Ja. Mann, Leute, nebenan steht ihr so und geht denen die Untoten hier nicht? Die könnten euch jetzt über Tage angreifen. Sehr unvorsichtig. Da. Letzten Monat waren die Regale. Aiden? Du bist Aiden. Probleme. Kennst du mich? Ja. Ich habe gehofft, dich zu treffen, um genau zu sein. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Rahim. Ich betreibe Sparker. Die erste postapokalyptische Partnervermittlung. Partnervermittlung? So ein kleines Techtelmechtel wäre schon nett, wenn du weißt, was ich meine. Sag mir. Oh, ich erklär's gerne. Bring dich auf den neuesten Stand. Gut, ich gebe zu, ich hab dir schon eine Karte gemacht. Wow, was? Ich habe ein Profil für dich erstellt. Ein Profil? Auf einer Karte? Wozu um alles in der Welt? Tja, das ist mein Job. Die Welt ist vielleicht untergegangen. Und die meisten unserer Liebsten haben sich in blutrünstige Monster verwandelt und ziehen durch die Straßen. Aber das heißt nicht, dass die Menschen nicht mehr einsam sind. Ich meine, scheiße nochmal. Genau aus diesem Grund sind die Leute heutzutage einsam. Du willst mir erzählen, es gab mal eine Zeit, in der die Leute nicht einsam waren? Stell dir eine Welt vor, in der die Leute tatsächlich rausgegangen sind. Zur Arbeit, einkaufen, mit dem Hund spazieren. Und außerdem hatten sie Dating-Apps. Apps? Okay, vergiss es. Was ich sagen will, ist, dass wir soziale Begegnungen hatten, bevor alles den Bach runter ist. Es gab Partys. Weißt du, Leute haben sich getroffen, einfach nur, weil sie sich treffen wollten. Und natürlich, um sich flachlegen zu lassen. Heute bleibt jeder daheim, hinter verschlossenen Türen, weil neue Leute treffen heute heißen kann, dass man für einen Eimer Wasser einen Schlagstock über den Schädel gezogen kriegt. Also damit ich das richtig verstehe, deine Karten helfen den Leuten, sich zu treffen? Im Grunde ja. Leute, die andere Leute treffen wollen, kommen zu mir und ich zeichne sie. Darin bin ich echt gut. Zumindest sagt man das. Dann kommt ihr Porträt auf die Karte und die hänge ich an die Datingtafel. Wenn jemand Interesse zeigt, sagen sie mir Bescheid und voilà! Die Romanze kann losgehen. Nicht immer für lange, aber das ist wohl was. Was sich nicht geändert hat. Aber im Moment habe ich Riesenprobleme. Und brauche unbedingt Hilfe. Ja, natürlich. Irgendein Scheißkerl versucht mich zu imitieren und hat dann Sparker-Karten gefälscht. Und dann in der Stadt verteilt. Das ist Urheberrechtsverletzung. Das ruiniert meinen Ruf und verwirrt meine Kunden. Jemand muss für mich diese gefälschten Karten zusammenklauben und wieder zurückbringen. Ich habe gehört, dieser talentlose Mistkerl wurde in einer Dark Zone getötet. Also lässt er mich in Ruhe. Und ich habe die meisten der gefälschten Karten gefunden. Aber 2 Stück habe ich nicht wieder in die Finger bekommen. Bring sie mir und du kriegst die Karte, die ich für dich gemacht habe. Schau dir die Karte an der Wand an. Ich habe die möglichen Positionen der gefälschten Karten markiert. Keine Ahnung.
Oh Mann. Und sozusagen Tinder in der postapokalyptischen Welt. Okay. Zwei Karten. Eine ist hier und eine sollte hier sein. In dem Militärgebiet waren wir ja schon mal. Aber wir gehen erstmal hier hin. Dunkle Höhle auch noch. Hilf mir mal, Bruder. Mir fehlt ein Penny für ein Croissant. Man, die haben schon wieder keine Baguettes. Die haben schon wieder keine Baguettes, ja. Blöd auch, ne? Hier ist das Mehl bestimmt ausgegangen. Wie das wohl passieren konnte. Schweinerei, ne? Was ist die Sonne anderes als das Auge des Himmels? Wenn die Dächer die Böden unserer Zeit sind. So, ja, das haben wir ja eingenommen, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir hier was hier erstmal leer räumen. Ah, hier. Eine Sporker-Karte. Ich weiß genau, wer danach sucht. Okay, das war ja einfach. Ah, jetzt bin ich in die falsche Richtung. Jetzt bin ich doch zu der anderen Seite hingegangen. Oh, ich markiere die Stelle, aber laufe in die andere Richtung. Naja. Okay. Schön, dich zu sehen. Ja, ebenfalls. So. In die Richtung. Okay, den können wir nicht aktivieren. Ah. Die sind doch überall am Fressen. Ich habe meine Kids seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser albernen Blockade des Stadtzentrums. Naja, alberne Blockade. Ja, ich bin offen. Und mein Hintern auch. Okay, das klang echt falsch jetzt. Entschuldigung, Leute. Okay. Darüber. Runter von mir! Bitte was? Nicht du, die Biene! Morgen melde ich mich freiwillig zurück. Okay. Hier unten. Irgendwie hier. Tanten. Toll aus. Gehen wir mal hier runter. So. Ach du Scheiße.
Ob das so gut ist, hier bei Tage reinzugehen? Wir müssen ja nur die Karte holen, ne? Boah, leck mich am Arsch. Ja, komm raus, Jörgel. Komm in die Sonne spielen. Oh ja, so ist fein. Ja, feini. Komm raus zum Spielen, ja. Draußen ist so schönes Wetter. Ja, wo auch? Nein, noch mehr. Freut mich. Super. Schön. Ja, das hat echt Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß. Ich sehe, ihr seid jetzt sehr müde vom Spielen. Dann schlaf gut, ne? Morgen komme ich wieder. Ihr habt noch ein Geschenk für mich. Soll ich mir holen? Ja, gerne. Mache ich mit Vergnügen. Versuch mal daran, denen vorbeizuschleichen. Ja, wird wohl nichts. Meistens sind alle schon wach. Es sind sogar Kotzer dabei. Ich häng fest. Da draußen haben mehr Spaß mit mir gehabt. Die waren nicht so Spielverderber. Jetzt kriege ich meine eigene Sparker-Karte. Bleib da liegen.
Nicht sie zurück. Ach so, das haben wir schon. Warte. Da sind wir schon. Hier. Na, ich habe deine gefälschten Karten gefunden. So, zeig mir, wie ich auf der Karte aussehe. Wie der Prinz, der du bist. Hier ist deine Sparker-Card. Sieh sie dir an. Komm später wieder, wenn du die Leute treffen willst, denen dein Sparker-Profil gefallen hat. Nachher finden wir deine Schwester dadurch. Das wäre ein purer Zufall dann. Hey, den kenne ich doch, das ist doch mein Bruder. Okay, das hätten wir auch. Wunderbar. Okay. Kampf im Wasser. Der Kampf im Wasser. Waffe. Jetzt passen. Ja. Machen wir jetzt. Dem, was das hier mit der Kampf im Wasser bedeutet. Gucken wir uns das mal an. Los geht's.